Sie aber gut, genau, dass ich das nicht mag. Los, gehen wir. So ein freches Luder. Haben Sie Kinder? Das ist nicht das Problem. Doch, ein bisschen schon. Ich bin mir sicher, dass Sie so bequem da in Ihrem Sessel... Ich bin's. ...überzeugt davon sind, zu wissen, was im Kopf Ihres Jungen vorgeht. Weil Sie ihm eingetrichtert haben, nicht mit Fremden zu sprechen. Und schon gar nicht zu einem Fremden ins Auto zu steigen. Hier auf dem Fanta-Etikett. Seht ihr nicht den Teufelskopf da? Wir werden ständig belogen. Jetzt gehst du echt zu weit, Mal. Und falls zufällig ein dubioser Typ ihn ansprechen und von ihm verlangen würde, sich 4000 Kilometer von hier in die Luft zu jagen... Dann würde er das seinem Papa und seiner Mama erzählen. Ich will, dass du mir gehörst. Du bist rein. Dein Herz ist rein. Du bist nicht wie die anderen um dich herum. Du bist was Besonderes. Ich hatte eine solche Kraft in mir, die mich antrieb, die mir sagte, das ist das, was du tun musst. Und wenn du es gut machst, wird alles gut. Was tut mein Land für all diese Kinder, die dabei sind, wegzugehen oder abzugleiten? Und Sie, wie geht es Ihnen? Ich versuche zu leben, ohne nachzudenken, ohne Vernunft. Das alles ist wirklich unbegreiflich. Wir wissen gar nichts, Monsieur.